Hallo, hier ist der Martin von MoneyMonkeys. Das ist die DAX-Analyse für nun Donnerstag, den 6.06.2024. Und unser DAX hat das ziemlich gut gemacht zum Mittwoch. Brav, fein, hier quasi aufs Wort gehorcht und darf auch gestreichelt werden, ja, darf auch belohnt werden. Darf man sagen, fein, Daxi. Wir haben ja gestern darüber gesprochen, über die typischen Wochenzyklen, auch insbesondere im DAX wegen diesem Tief. Darum ging es ja, insbesondere dieses Nachmittagstiefs, was ja am Dienstag eben nicht nochmal gekommen ist, dass das eigentlich jetzt ermöglichen würde, dass der DAX sich oben raus positioniert und hat gesagt, dass sowas auch perfekt wäre, wenn jetzt irgendwie noch ein Termin am Donnerstag kommt, dass er sich dann hoch vorlegt, irgendwo oben zwischen die 600 und 670 abparkt am Mittwoch, wenn er denn die 530 nach oben überwunden bekommt, um sich dann am Donnerstag vielleicht sogar die obere Linie hier ein bisschen zurechtzulegen. Und genau das hat er getan. Also er hat da gar nicht viel Spielraum gelassen, das anders zu interpretieren. Wir hatten ja gesagt, er könne auch nochmal hier unten, es wäre aber komisch von der Reihenfolge her, wenn er hier unten jetzt noch ranlaufen würde, würde aber tiefer starten und das auch machen, dann wäre das das Ziel. Aber wenn er sich oben an der 530 probiert, hat man gesagt, sollte eher die 600 angepeilt werden und auch 670 da hoch in den Bereich, einfach als Vorlage für den Donnerstag, weil es so rum besser passen würde. Hat soweit gut geklappt. Drückt natürlich allen die Daumen, die da jetzt irgendwie ein bisschen überrascht wurden, weil das zum Donnerstag jetzt ganz schön brenzlig werden kann. Also gerade auch Masud 79 gestern in den Kommentaren gesagt, der macht immer genau das Gegenteil von dem, was wir in der Analyse sagen, weil das ein sicherer Gewinn ist. Der müsste ja dann 5,30 jetzt short drinne sitzen. Ist halt, finde ich, schwierig dann auszufahren, weil das Risiko jetzt tatsächlich darin liegt, dass der Donnerstag hier oben ranschlägt. Ich bin immer eher der Freund, dass man versucht, mit dem Markt zu handeln, nicht so dieses Dagegenstellen und dann versuchen, dass man doch erstmal ins Minus laufen lassen und dann doch versuchen reinzukommen. Das ist, ich meine, man kann das alles machen, aber das macht sich doch das Leben leichter, auch wenn wir hier im Tagesschart gucken, diese ganze Bewegung aufwärts, jeden Tag ist das immer wieder gesagt, der steigt, rechnet damit weiteren Hochs und immer wieder sitzen die Leute da und handeln short und freuen sich dann, wenn sie da mal irgendwie ein paar Punkte vorne sind und hey, der Martin hat nicht recht gehabt und es ist halt, ihr könnt das machen, wie ihr wollt, ihr könnt auf so einer Strecke, könnt ihr wirklich jeden Tag Short handeln und könnt euch hier dagegen verballern, wie ihr wollt, von hier unten weg bis da hoch in die letzte Rille, könnt ihr die ganze Zeit Short handeln. Ihr dürft dann mit eurem Geld machen, was ihr wollt. Ich will ihr niemanden vorschreiben, was er zu machen hat. Aber ich finde es halt einfach nur mühselig und es tut mir dann halt so leid um die Zeit und den Aufwand, den viele da reinstecken, weil ja dann eigentlich auch nichts bei rumkommt unterm Strich. Ja, man hat dann in den kleinen Phasen immer mal wieder ein paar gute Strecken, ist vielleicht auch mal besser unterwegs wie der andere, der hier eher mehr die Long-Orientierung drin hat im Markt. Aber unterm Strich ist doch jemand, der die ganze Zeit, egal wie er Long handelt, selbst wenn er der dümmste Long-Handler der Welt ist, wenn man auf so einem Abschnitt die ganze Zeit immer wieder Long handelt, natürlich kann man nur mehr Punkte machen wie jemand, der Short handelt. Es geht rein mathematisch gar nicht anders. Und deswegen ist es einfach einfacher, wenn man versucht, mit der Bewegung zu handeln und mitzugehen. Und so ist jetzt für uns auch am Donnerstag eben wichtig, weil das tatsächlich hier eben auch drücken kann. Und wenn ich da so ein bisschen auf die Amerikaner gucke, muss man sagen, haben wir schon fast das Risiko, dass er sich wirklich oben raus stellt und auch stehen bleibt. Da als die Tageskerze, die der Nasdaq heute gestellt hat, die würde zum DAX zum Donnerstag auch gut stehen, um das mal so zu sagen. Ja, also drückt er sich hier weiter hoch, der DAX kann man hier mit jeder grünen Stundenkerze, die er liefert, auch erstmal noch weitere Hochs mit einplanen. Und wie gesagt, also hier oben die 8,20, ist jetzt so die 8,20, ja, das wäre erreichbar. Das wäre erreichbar zum Donnerstag, wenn der sich Mühe gibt, ja. Wenn er sich hier oben rausgehoben kriegt, über eine 700 auch, kann der bis 8,20 kommen. Für diejenigen, die jetzt da drauf lauern, weil ich gesagt habe, von dort oben, pum, wieder runter zur EZB. Das ist ein bisschen eine Timing-Sache, ja. Sowas könnte gut reinpassen, wenn er sich wirklich früh schon sehr, sehr schnell hochhebt und dann vorm EZB-Termin da oben schon anschlägt. Wenn der dann richtig Stress reinkriegt, weil ihm die Zinssatzentscheidung oder die Pressekonferenz nicht gefällt, oder was heißt ihm, dem Marktteilnehmern das nicht gefällt, was dort gesagt wird. Ich würde euch auch nicht empfehlen, euch da vorher schon festzulegen im Kopf, wenn die Zinsen gesenkt werden, dann muss der Markt so reagieren und wenn die Zinsen gestiegen werden, dann handle ich short. Versucht euch da im Kopf ein bisschen loszulösen. In der Regel ist es nie gut, wenn man so denkt, weil der Markt doch immer irrational in so einem Moment handelt und manchmal einfach vollkommen das Gegenteil von dem macht, was man erwartet. Beispielsweise die Zinsen bleiben einfach gleich und der Markt eskaliert vollkommen, obwohl ja eigentlich erwartet wurde, dass die Zinsen gesenkt werden und dass der Markt steigt. Weißt du wie? Also versucht euch da ein bisschen loszulösen, dass es sich euch nicht so auf die Nachrichten bindet.
Das ist einfach sehr, sehr, sehr oft zu beobachten, dass der Markt in solchen Momenten wirklich irrational handelt und eben nicht das macht, was in dem Moment dann von ihm auf Basis der Nachrichten erwartet wird. Da kann man sich hinterher drüber ärgern oder man sagt halt von vornherein einfach, okay, ich weiß, es ist Termin, es wird Bewegung kommen, aber was letztendlich im Termin steht, ist für mich egal. Ich versuche mit dem Markt mitzugehen und das ist eigentlich die Einstellung, die ich hier ein bisschen versuchen möchte zu fördern, weil sie mir hilft, weil ich einfach sehe, dass die Leute, die das umsetzen, es ihnen auch hilft, die dann nach so einen Tagen dastehen und sagen, oh geil, Martin, danke. Während andere, die eben dastehen und sagen, oh, meinst du, wenn die Zinsen zu senken, kann ich dann short gehen und die sich so festbellen, die dann Schwierigkeiten an so einen Tagen halt, ne? Von daher, mein Ratschlag, einfach sich ein bisschen loszulösen, sich aufzumachen, frei zu machen. Vielleicht wird es gar nicht so schlimm, wie jetzt vermutet, aber es würde sich perfekt anbieten. Also eine schöne Ausgangslage für sowas, um ein bisschen hier durch den Start zu springen. Und da bin ich jetzt stehen geblieben. Würde er sich vormittags schön hochstellen, zur EZB dann hier oben fett nach unten wegziehen, auch rote Stundenkerze und sowas, würde sich das anbieten, von hier oben runter zu shorten. Wenn er wirklich einen ganzen Meter auch zurücklegen kann, also locker 8,40 bis 6,40, das wird er aus dem Stand fast hinkriegen, innerhalb von ein paar Stunden dann. Wäre initial auszulösen, dann durch eine rote Stundenkerze hier oben, aber müsste dann auch über dem Top abgesichert werden. Ja, also auf keinen Fall, um hier Masu 79 wieder aufzugreifen, würde ich, wenn der Markt hier durchrennt und auch grün stehen bleibt, dann hier Shorts von 5,30 oder falls man es überhaupt gemacht hat, ich gehe mal davon aus, die meisten werden eher den Long gehandelt haben, wie es gesagt war, hier über 5,30 eben oben rauszugehen, aber falls da wir. Sollte der vorsichtig sein, wenn der hier oben rausgeht, weil da oben halt wirklich die Kante ist, für die letzte Abwärtsbewegung. Das heißt, gehen wir da oben drüber, dann ist die nächste Station eigentlich die 19.000 und da müssen wir schon fast von ausgehen, dass er durchrennt. Ja, weil der wird dann die Kante hier oben anspringen, dann sind wir irgendwo bei knapp schon 19.100, ja, 19.130 sogar. Und wenn man dann erst drüber nachdenkt, was man jetzt mit einem Short von 18.35 macht, könnte es zu spät sein. Ja, also. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass der Bereich erstmal sehr stark nach unten reagiert. Aber ich brauche dafür ein klares Signal und dann kommt der Stop-Loss auch wirklich übers Tageshoch. Und wenn er weggeholt wird, der Stop-Loss, dann würde ich mich da nicht short verkämpfen. Für den Fall der Fälle, er rennt halt wirklich raus und rennt nach Richtung 19.000. Das würde sich ja anbieten. Ist aber auch eine sehr positive Betrachtung. Also hängt alles davon ab, dass wir überhaupt nach oben rausstarten und hier überhaupt über eine 700 rausschieben. Sollte das gar nicht so kommen. Und der völlig überraschend nach unten wegdrücken und auch unter 600 arbeiten, würde ich das zurückstellen. Das ist für mich wirklich nur ein Szenario, was der Markt anspielen kann, wenn er gut drauf ist. Wenn er auch oberhalb von 600 grüne Stundenkerzen nach oben schiebt, dann traue ich ihm das zu, dass er bis zu der 820 da kommt, auch schon am Donnerstag. Ja, tut er das aber nicht, tut er sich schon dann 800 verkrümeln, kann er im Worst Case so bis aufs Kästchen hier nach unten durchgetreten werden. Ja, er wird wahrscheinlich die volle Länge erstmal nach unten auslaufen, dann landet er hier irgendwo bei 18,36 und dann könnte man gucken vom Timing her, wie es denn hier passt, wann er hier unten aufkommt, ob man vielleicht von hier unten schon mal long gehen kann, aber im Zweifel, im Worst Case ist 250 bis 200 dann drin. Ja, ist aber für mich nur relevant unter 600, wenn wir dort auch rote Stundenkerzen liefern und der Markt wirklich schwächer erwartet wird. Was ich mir anhand des Gesamtmarktumfeldes jetzt aber nur schwer vorstellen kann, weil auch die Amerikaner schon gut angezogen haben, das riecht ja schon fast förmlich nach einem kleinen Aufwärtscap auch im DAX dann und dass er hier ein bisschen freundlicher reingestartet oder reingeführt wird. Eben besonders auch, weil er vielleicht den einen oder anderen hier auch überrascht hat. Ja, also wie gesagt, verkämpft euch da nicht zu sehr im Markt, versucht mit dem Markt zu handeln. Ich will euch das nicht vorschreiben, ihr könnt machen, was ihr wollt. Es ist eher mehr, ich würde so machen, Anregung, ne, weil es einfach. Einfacher ist, es ist leichter, mit dem Markt zu handeln und die Bewegung noch mitzugreifen, als sich dann hier zu verkämpfen. Dennoch könnte ich mir vorstellen, dass wir schöne Schwanken kriegen, also gerade so 8,20 bis 6,40 runter oder sowas, das kann er machen. Und selbst wenn es bloß eine 700 wird, kriegt man da auch seine Punkte rausgeschnitten. Ja, aber das Potenzial hätte der Bereich hier oben, aber wir brauchen einen klaren Signalgeber. Kriegt er den nicht, ist das klar long, weil er dann weiter oben raus kann. Wenn diese Marke hier oben bricht, wenn dieser Kanal bricht, oder diese Trendlinie bricht, das ist nämlich die letzte Abwärtstrendlinie, die wir überhaupt haben im Chart. Ja? Wenn die weg ist, dann haben wir keinen Abwärtstrend mehr. Keinen intakten, keinen möglichen zu zitierenden Abwärtstrend. Dann ist der Markt wieder im übergeordneten Aufwärtstrend und dann hat er potenziell oben für die Trendfortsetzung. Das sollte einem an der Stelle da oben bewusst sein. Auch wenn es noch ein Meter ist, wir müssen über die 700, er muss noch ein bisschen was machen, ja, aber er hat für den Mittwoch schon mal eine gute Vorarbeit geleistet. Trotzdem, ne, verbrennt euch nicht, macht euch nicht zu fix im Kopf, wenn wir unter 600 kommen, auch öffnen für ein Short-Szenario, dass man dann nicht völlig überrumpelt wird. Aber ich würde mich zur EZB
nicht zwangsweise komplett dagegen stellen gegen die Bewegung, die da kommt halt, ne? Also auch wenn Donnerstag wirklich prädestiniert dafür ist, hin und her zu springen, wartet wirklich Umkehrsignale ab. Haut dann nicht einfach nur aus Instinkt gegen die Katzen gegen. Die können unter Umständen weitergehen, als ihr das in dem Moment glaubt und erwartet. Ja, oft gesehen. Da gehen Leute dann einfach short oder long und weil sie denken, boah, das war eine schnelle 30-Punkte-Kerze und dann ist die Kerze auf einmal 120 Punkte lang und die Leute, die stehen, lass mich kurz rechnen, 90 Punkte minus. Ja, das sollte man versuchen zu vermeiden und versuchen mit dem Markt zu handeln. Am Donnerstag ganz besonders wichtig. Ja, auch wenn er dreht, Drehung sieht man, die erkennt man, aber mitgehen. Mitgehen und nicht zu krass dagegen bersten. Ja, das sind meine Szenarien. Wie gesagt, favorisiert wäre das obere Szenario. Er darf sich auch anders bewegen. Viel Spielraum sehe ich dafür aber allerdings gar nicht. Er müsste wirklich unter die Sektionen und dann unten raustreiben. Dann könnte die Welle hier replizieren. Habe ich gerade schon erwähnt. In die 336 rein. Mit Potenzial, das noch zu überreißen. Aber es hat sich jetzt so schön. Er hat sich jetzt so viel Mühe gegeben. Wäre ja schon fast schade, wenn das nicht macht. Ne? Er hätte jetzt die Möglichkeit, hier oben anzuspielen. Die andere Linie, falls die noch jemand im Blick hat, die liegt ja bei 700. Ja, damit wird das auch eine wichtige Anspielzone oben. Und dann eben hier der Bereich um 820. Das sind, glaube ich, die wichtigsten Bereiche auf der Oberseite. Und unten kann man die 600 nehmen. Und dann, ja, hat man unten nicht viel Greifbares. 530 bleibt Unterstützung als Zwischenziel. Die 440 wird wieder Zwischenziel. Hier ist dann auch ein offenes Gap. Ja, so eine 460 rum. Das 460, 440. Wenn er unter der 600 rausschiebt, 440, 460, erste Anlaufstation, zweite Anlaufstation, dann 336, wenn er Schwäche zeigt. Seht ihn aber fast eher rumfackeln. Guck mal, es kommt. Viel Spaß, Freunde. Das wird bestimmt ein schöner Donnerstag. Ich hoffe, er spielt mit, verweigert sich nicht komplett und rammelt sich ein. Aber Umfeld passt gut. Ja, passt da ein bisschen mit Stopps und Positionengrößen auf. Verfummelt euch nicht, setzt euch ein Tagesrisiko. Versucht das nicht zu überreißen. Ja, hört auf. Im Zweifel, wenn es erreicht ist. Aber wird ein schöner Tag. Wünsche euch was. Viel Erfolg, gutes Gelingen, bis morgen. Tschüss.